Aber trotzdem hat er das geschafft, bei einer Vollbremsung rechts in den Wald abzubiegen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und er selbst sagt, ich habe doch gesagt, das Auto ist eine Zicke. Versehen seid ihr in so ein anderes Auto geklatscht. Und jetzt was, Ali? Am besten die Kontaktdaten hinterlassen, Polizei anrufen. Polizei anrufen, 110, nicht mit Lüner Vorwahl oder so, ne? 110 anrufen, ja. Und? Erstmal sagen, ich habe einen Unfall und dann einmal mein Kennzeichen sagen halt und dann halt das Kennzeichen bei dem Auto, was ich kaputt gemacht habe und dann halt sagen, der Besitzer ist halt nicht da, dass der halt eine Nachricht gibt. Genau, also du rufst die Polizei an, 110, dann sagst du, was passiert ist, dann sagst du die Kennzeichen durch und du hinterlässt deine Daten. Aber erstmal 30 Minuten warten. 30 Minuten ist eine angemessene Zeit zu warten. Das steht irgendwo in so einem Gerichtsurteil, 30 Minuten sind angemessen. Wichtig ist, dass die Polizei anruft und deine Daten hinterlässt. Ne? Also wenn ihr irgendwen kennenlernen wollt, kleine Beule, piek, und dann könnt ihr eure Daten dahinter schreiben. Und dann. Penelope? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann theoretisch noch jemand anrufen und seine Daten hinterlegen und direkt wieder fahren. Ja, richtig. So, weil die Polizei weiß ja Bescheid. Wenn du jetzt nicht unbedingt die Polizei rufen willst, kannst du auch eine halbe Stunde warten. Vielleicht kommt ja jemand wieder zurück. Könnte sein. Oder auch nicht. Was ist das da an der Seite? Das Gerät anläuft eigentlich in den Wald hinein. Ja. Warum macht man das? Um zum Beispiel Rehe, also ich sag mal zu warnen. Ja, du warnst Rehe, die denken dann, oh, großes Tier, und dann laufen die nicht auf die Straße. Wie verhaltet ihr euch, wenn ihr an einer roten Ampel steht, Fahrschule, Prüfung, und dann so von hinten, nee, 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 Lia? Wenn die auf dem rechten Streifen stehen, nach rechts fahren, und die anderen auf dem. Ja, aber du stehst jetzt alleine an einer roten Ampel. Und hinter uns sind noch ein paar, du bist die Erste an einer roten Ampel, und jetzt hörst du von hinten so, die, die, die. Du machst so frei, dass der Rettungswagen vorbeikommt. Stell dir mal vor, du hast dir den Finger gebrochen und du wartest jetzt auf den Rettungswagen. So, und der Rettungswagen steht leider an 5 roten Ampeln. Dann kommt er ja sehr spät. Man soll langsam. Mäßig? Rechts fahren. Ja, du sollst langsam ausweichen, auch von mir aus auf den Gehweg, aber nicht zu schnell, weil sonst können sie den, der auf dem Gehweg gelaufen ist, gleich mitnehmen. Also fährst du langsam und vorsichtig über die Ampel, selbst wenn die Ampel, ja gut, nicht gelb zeigt, sondern selbst wenn die Ampel rot ist, Banos. Und danach, wenn wir wieder in der Verkehr wieder rennen wollen, ist es wichtig, dass wir erstmal Innenspiegel, Außenspiegel. Gucken, Schulterblick. Und? Worauf wolltest du hinaus? Blinker kannst du auch machen. Danach beziehungsweise den Prüfer und den Teilnehmer informieren. Ob er die Ampel sehen kann, ne? Genau, weil ich habe euch erzählt, mir ist das einmal in der Prüfung passiert, da standen wir halt noch einen Meter weiter als das Auto hier und der Fahrschüler hat nicht mehr auf die Ampel geguckt. Und dann ist das, als wärt ihr über Rot gefahren. Da müsst ihr dann wirklich einmal nachfragen, dreht euch um, fragt den Prüfer, dann sagt ihr immer, kannst du mal eben gucken. Vielleicht sagt er ja. Vielleicht nein, dann gucke ich. Aber ihr könnt die Ampel von da, wenn ihr noch einen Meter weiter vorne seid, einfach nicht mehr sehen. Wenn alle die Ampel nicht sehen, wartet, bis einer hupt. Das wird dann hoffentlich das Zeichen sein, dass alles grün ist oder das ist ein Scherzkeks hinter uns. Dann haben wir Pech gehabt. Wovor warnt gelbes Blinklicht? Arbeitsstelle oder vor Schwertransport? Habt ihr euch aufgeschrieben, Gott sei Dank. Vor einer Arbeitsstelle oder vor einem Schwertransport? Große, schwere Fahrzeuge, ne? Die Dinger, die diese Windräder transportieren und so weiter. Merkt euch das, weil das ist eine Prüfungsfrage. Die meisten denken, ja, alles klar, gelbes Blinklicht, weiß ich, Baustelle, bla bla bla. Aber die Prüfungsfrage, große, schwere Fahrzeuge, die hier, wenn die so Windräder transportieren oder so, die haben auch gelbes Blinklicht am Start. Wie man sich verhält, wenn man angehalten wird, habe ich euch auch gesagt. Ihr erinnert euch, Fahrzeugschein, Führerschein. Die Hände sollten am besten wo sein? Warum lässt du die Hände am Lenkrad und fummelst nicht im Handschuhfach rum? Naja, weil der nimmt immer das Schlimmste eigentlich an. Genau, die Polizei ist entspannt, wenn die Hände am Lenkrad sind, ne? Weil wenn du da irgendwie im Handschuhfach rumfummelst oder was, dann denken die ja nicht, du suchst da ein paar Gummibärchen, sondern eventuell was anderes. Von dem Laserpointer habe ich euch auch erzählt, ne? Wie oft solltet ihr während der Fahrt in den Spiegel gucken? Zweimal, dreimal pro Minute. Das reicht. Auch in der Prüfung. Wenn du fährst, einfach so ein bisschen fahren und dann 20 Sekunden, checkst du ein bisschen Spiegel, fährst weiter. Nicht 20 Minuten, das wäre zu lang. Dann habe ich euch gesagt, Thema 12 ist relativ schnell abgefrühstückt. Das ist übrigens der Tannenbaum hier, von dem ich euch am Anfang erzählt habe. Diese Statistik mit dem, wann man verletzt werden kann, wann man getötet werden kann und so weiter. Ältere Fahrer im Straßenverkehr. Wer von euch hat noch Großeltern, die Auto fahren? Okay, einige. Max, wie fahren die? Nicht ganz irgendwie auf der Spur manchmal. Aha. Benedikt, bei dir? Ja, auch so, ja. Auch nicht so ganz. Ist das das Einzige? Oder gibt es noch irgendwie so ein Feature, das Sie haben? Manchmal sehr hohe Drehzahl, sehr langsam. Manchmal hohe Drehzahl, manchmal ein bisschen langsam. Die achten nicht so optimal auf den Straßenverkehr. Ja, das kann sein. Ich habe schon öfter erlebt, dass man auch immer einfach mal über Rot fährt, weil sie die Ampel irgendwie nicht sieht. Da konzentriert sie sich so darauf, dass sie in ihrer Spur bleibt und nimmt nichts mehr wahr.
Du hast das schon wahrgenommen, dass deine Oma ab und zu mal über Rot fährt? Dann sage ich ihr immer, du bist gerade über Rot gefahren. Und dann sagt sie, ja, das kann gar nicht sein, ja, genau. Mir ist heute tatsächlich ein Opa rückwärts in meinen Anhänger geklatscht, auf der Baustelle. Und das Geilste war, wisst ihr, was der Typ gemacht hat? Hat sich umgedreht, so. Und ist weitergefahren. Ich stand daneben so und dachte so, ey. Gut, ich habe auch, das war auch so ein alter Scheißanhänger für die Baustelle, ne, aber... Trotzdem, der ist da reingeklatscht. Und dann so nach 50 Metern ist er stehen geblieben, ausgestiegen, hat an sein Auto geguckt. Ist weitergegangen. Ich dachte so, Opa, Mensch. Also ihr wisst ja, ich mache mir ja Gedanken. Und ich habe gedacht, Mensch, ich muss mit euch darüber sprechen und ältere Fahrer im Straßenverkehr und so. Was kann man machen? Und dann habe ich eine Aktion gemacht, die hieß, bring Oma mit. Also Opa war auch okay. Ich habe quasi gesagt, jeder von euch, der Großeltern hat, die noch Auto fahren, konnte zu einer Fahrstunde seine Großeltern mitbringen. Die konnten sich dann hinten reinsetzen, das schon mal angucken. Und wenn die wollen, hätte ich mit denen danach nochmal so eine Überprüfungsfahrt, Fahrstunde Gedöns gemacht. Einfach um zu checken, ob die gut sind oder nicht. Dann habe ich mit der Bild-Zeitung ein bisschen telefoniert. Die kamen auch vorbei, haben sich das auch angeguckt und so weiter. Ich habe da so eine große Aktion draus gemacht. Ratet mal, wie viele ältere Menschen am Ende des Tages da waren. Null wäre richtig schlecht gewesen. Eins. Oma. Und die konnte auch noch ziemlich gut Auto fahren. Und dann habe ich überlegt, weißt du, das ist eigentlich alles, was Quatsch. Was soll ich euch dazu erzählen? Ich weiß ja nicht, wie eure Großeltern darauf reagieren würden, wenn ihr jetzt anfangt zu sagen, hör mal Oma, Auto fahren besser nicht. Was würdet ihr dann sagen? In den meisten Fällen wird das so negativ gesehen und alles gesehen, dass die nicht mehr können. Einmal reagieren die aggressiv. Die werden aggressiv reagieren, ja, weil die keinen Bock haben. Ich musste mal eine Überprüfungsfahrt machen mit einer 86-jährigen Oma. Das war so eine Rich-Oma. Die hatte so Goldketten und Goldringe überall und so. Die hatte so einen alten Benz, der war auch komplett zerdengelt überall. Zwei, dreimal hat sie so ein paar Autos weggerammt, hat das wohl nicht gemerkt. Und dann ist die Polizei bei ihr vorbei, hat geklingelt, Ding-Dong, hat das Auto gesehen, hat die Oma gesehen, eins und eins zusammengezählt, hat dann gefragt, sagen Sie mal, Auto fahren? Sagt sie, ja, mach ich. Machen Sie mal eine Überprüfungsfahrt. In der Überprüfungsfahrt läuft folgendermaßen, die kommt in die Fahrschule, dann fahren Fahrlehrer mit ihr. Und wenn die Fahrlehrer sagen, okay, passt, dann muss ein TÜV-Prüfer, so wie bei euch auch, sich einmal hinten reinsetzen, die Oma fährt und dann sagt der, schreibt ein Protokoll und sagt, ja, kann sie behalten, alles gut. Dann bin ich mit der gefahren. Ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 1,5 Jahre, 2 Jahre Fahrlehrer. Das heißt, meine Experience war so, aber ich bin ja nett, also bin ich mit der Omi gefahren. Und wir sind Richtung Dortmund gefahren, wisst ihr wo, Burger King da hoch und dann links so 236, was so. Wir sind so ein bisschen durch die Stadt gefahren, das war alles okay. Sie hätte überlebt. Und dann sind wir auf die Autobahn gefahren, also Kraftfahrstraße. Und dann wollte ich mit ihr auf die A2 Richtung Oberhausen. Und habe sie angeguckt und habe gesagt, wollen wir gleich auf die A2 Richtung Oberhausen fahren? Ich habe gedacht, was soll schon schief gehen? Dann waren wir gerade so auf dieser Kraftfahrstraße, wir hatten gerade so 90 drauf ungefähr. Dann hat sie auch nach oben geguckt, da sind dann ja diese Schilder auf der Autobahn, wisst ihr, ne? Die blauen. Dann hat sie diese Schilder gesehen und hat eine Vollbremsung gemacht, weil sie nicht genau erkennen konnte, wo Oberhausen war. Und der LKW hinter uns so an uns vorbei und wir standen halt auf dieser Kraftfahrstraße und ich dachte so, ich wollte jetzt nicht so schreien wegen dem Mikrofon auch, aber ich habe sie halt angeguckt und gesagt, können Sie bitte das Gas so sein? Ich wollte mit dem Auto rechts auf diesen Standstreifen wenigstens fahren. Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, wieso? Bitte lassen Sie einfach, weil wenn sie bremst, kannst du als Fahrlehrer nichts mehr machen. Also wenn ihr euren Fahrlehrer ärgern wollt, einfach die Bremse treten. Da kann er nichts mehr machen. Er würde wahrscheinlich gerne fahren, aber es wird nicht funktionieren, weil ihr bremst. Und sie hat auch gebremst. Und ich so, bitte lass die Bremse los einfach. Aber wir wollten noch, bitte einfach die Bremse. Also es hat ein bisschen gedauert, dann sind wir rechts rüber gefahren. Ich musste mich dann beruhigen und dann war sie immer noch, sie so, ja, wollen wir jetzt nach Oberhausen oder nicht? Ich hatte ganz andere Probleme. Dann sind wir halt zurückgefahren zur Fahrschule und ich war immer noch geistig damit beschäftigt, wie ich ihr jetzt beibringe, dass es keine gute Idee mehr ist, wenn sie Auto fährt. Und ich habe das dann zu ihr gesagt, weil sie gesagt hat, ja, was mache ich jetzt mit meiner Überprüfungsfahrt? Wann ist die Prüfung? Ich habe gesagt, ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn Sie Auto fahren. Sie werden die Lizenz wahrscheinlich nicht, ich wollte sagen, wiederbekommen. Dann hat sie gesagt, junger Mann, ich sage Ihnen mal was. Ich bin 86 Jahre, ich habe eine Freundin auf Sylt. Die fahre ich jedes Jahr besuchen. Wer soll mich denn aufhalten? Ich so, Granny, was ist das für eine Einstellung? Glauben Sie, stecken mich ins Gefängnis? Ich sage, könnte sein, ich weiß es nicht. Also wenn Sie das 2-3 Mal, die halten Sie an, vielleicht. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall hat sie die Lizenz von mir. Ich konnte sie ihr nicht, ich hätte sie ihr gerne bescheinigt, unmöglich. Ich kann ja nicht, überleg mir, ihr fahrt auf der Autobahn, auf einmal bleibt da so eine Oma stehen und guckt auf die Schilder. Bahnhofs. Das ist immer der große Aussage, was sie haben. Ich fahre Auto seit 50, 60. Ja, unfallfrei, genau, weil alle anderen LKWs drumherum fahren, wenn du eine Vollbremsung auf der Autobahn machst. Ich will damit nur sagen, ältere Fahrer könnten Fahrsicherheitstrainings besuchen. Sie könnten es vermeiden, zur Hauptverkehrszeit zu fahren. Sie könnten. Tun sie das? Nein. Die scheißen drauf. Volles Rohr ist den Latte.
Was soll ich denn dann da sagen? Ja, ich bin Fahrlehrer, Fahrschule, interessiert die null. Genauso wie die nächste Kategorie Menschen, zu denen ich wahrscheinlich auch zähle, richtige Gangster. Wenn keiner hinter mir fährt, dann blinke ich schon mal nicht. Wenn keiner hinter mir fährt, dann blinke ich schon mal nicht. Erinnert ihr euch noch, was eure Eltern bei einer gelben Ampel machen? Die geben... Ja. Ja. Sonst so verkehrsregeltechnisch, wie läuft das bei denen? Stoppschilder? Manchmal ja, manchmal nein, sind eine Empfehlung. Also ich habe euch erzählt, bei meinem Dad, ich kann mit dem nicht Auto fahren. Es geht nicht, wenn ich da sitze auf dem Beifahrersitz, der fährt bei rechts vor links grundsätzlich vorbei und hupt, wenn einer kommt. Macht dann so, fährt weiter. Ich denke mal, ey, auch da ist es so, kennt ihr die Maasai? Maasai wohnen in Mombasa und die ernähren sich vom Blut, von Kühen. Die pieksen die an und trinken das Blut. Die essen nicht, die trinken nicht, also nichts anderes. Die pieksen die an und trinken dieses Blut. Und ich glaube, dass der Staat das mit euch genauso macht. Angenommen, ihr fahrt ein bisschen zu schnell. 15 km/h kostet 20 Euro. Ist das schlimm? Geht. Pieks. Dann fährst du weiter. Nächstes Jahr fährst du wieder 15 km/h zu schnell. Ist das schlimm? Pieks. Und so pieksen die euch immer ein bisschen an. Eure Probezeit ist wie lang? 2 Jahre. Wenn du Probezeit durch hast und du fährst über ein Stoppschild, kostet dich das 75 Euro. Schlimm? Später, wenn du arbeitest und reich bist, dann 75 Euro. Ja? Gib mir noch ein Stoppschild. Habt ihr 2? Ich glaube, wenn die wollten, dann würden sie es so machen wie in der Schweiz oder in Österreich oder in Holland. Ich wurde mal in Holland geblitzt. Da habe ich so einen Brief bekommen, so gelb mit so 3 Löwen drauf. Also ich habe erst gedacht, wäre so ein Fake-Brief, wo die irgendwie, wisst ihr? Da stand dann drin, die Königin von Holland. Ich dachte so, Alter, was will die Königin von Holland von mir? Und da stand dann drunter, was die von mir wollte. Die wollte 275 Euro, weil ich 5 km/h zu schnell gefahren bin. Da habe ich gedacht, ey, in ganz Holland ist sowieso nur 100 gefühlt. Jetzt bin ich 105 gefahren und die will 275 Euro für diese Strafe haben. Ich glaube, wenn man sagt, rote Ampel überfahren, 10.000 Euro Strafe. Ey, jetzt Beispiel, Tino, ich bin jetzt nicht in der Politik. Ja? Aber wenn man das sagen würde, rote Ampel überfahren, 10.000 Euro Strafe, was würden alle Menschen bei einer gelben Ampel machen? Sie würden instinktiv. Das Problem ist nur, wenn man das mag, dann profitiert die Stadt nicht mehr davon. Ja, genau. Deswegen glaube ich, die machen es wie die Maasai. Die pieksen euch ein bisschen an. Ihr zahlt mal 75 Euro, mal ein 20, mal da, mal da, mal da. Am Ende des Tages kommt ihr mit der Nummer davon. Und dann gibt es so eine Kategorie, die sieht so aus. Fahranfänger und junge Fahrer. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ich zeige euch was. Er ist wahrscheinlich frustriert, weil man in Holland nicht so schnell fahren darf. Er hat ja gedacht, er will alles auf 20 Meter rausholen. Bam, Auto mach so, ich mach so, Unfall. Kaputt. Wie hat er das geschafft? Schaffen nur wahre Champions. Warmblinklicht geht an, seine Freundin wird auch richtig stolz auf ihn sein. Dass er zumindest am Anfang driftet, ist allen klar. Die Definition von einem Drift ist, das Fahrzeug in einem instabilen Zustand stabil zu halten. Das ist die Definition von Drift. Hey. Bis hierhin ist eigentlich alles cool. Also bis hierhin ist, glaube ich, alles gut gewesen. Und wenn er weiter Gas gegeben hätte, hätte er die Nummer auch ziemlich gut beendet. Ich glaube, ihm war das zu viel. Er hat gedacht so, wow, wow, und hat dann meiner Meinung nach fatalen Fehler gemacht. Weil wenn ihr zurückgeht in die Definition von einem Drift, ist ein Drift ja das Fahrzeug stabil zu halten in einem instabilen Zustand. Und instabil ist das Fahrzeug, solange das hier und hier rutscht. Könnt ihr das nachvollziehen? Solange es rutscht, ist es nicht stabil. Es rutscht, weil der Typ Gas gibt. Steht ihr? Der gibt Gas, die Räder drehen durch und das Auto rutscht. Was passiert, wenn der Typ Gas wegnimmt? Das Auto richtet sich wieder. Das Auto macht genau das, was er möchte. Seht ihr, wo der hinlenkt? Seine Räder sind so eingeschlagen. Und das Auto fährt da nicht hin, weil es rutscht. Jetzt nimmt er aber Gas weg und man sieht, dass ganz kurz qualmen die Räder dann einmal, weil das Auto Grip bekommt. Auf jeden Fall nimmt er Gas weg und jetzt macht das Auto genau das, was er sich gewünscht hat. Es fährt dahin, wo er hinlenkt. Man sieht das ganz gut, der lenkt dahin. Und dann, während das Ganze passiert, denkt er sich, ah, nee, nee, nee. Seht ihr, mit wie viel Schwung das Auto jetzt Grip hat auf der Straße quasi? Jetzt denkt er sich, ah, nee, 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 nee. Und lenkt dann auch noch merkwürdigerweise andersrum. Und das Auto sagt, ja, okay, wenn du willst. Und es fährt genau dahin, wo er gerne möchte. Scheinbar dahin. Gerade ging das ja relativ schnell. Aber man sieht richtig schön, wie ihm die Hinterachse dagegen klatscht. Und jetzt fliegt er voll hoch. Guck mal. Ganz schön hoch, oder? Naja, gut, das ist der Moment, wo seine Freundin wahrscheinlich dann mit ihm nachher nochmal drüber reden wird. Mir ist noch was anderes aufgefallen. Ich spule nochmal ein bisschen zurück. Seht ihr die beiden hier? Ich glaube, die haben einfach einen guten Tag. Die haben einfach ein bisschen Glück gehabt, ohne dass sie es wussten. Weil wären die hier, hätten die auf jeden Fall eine Woche keine Hacke tanzen können.
Ich glaube, so schnell wären die da nicht weggekommen. Ihr habt ja auch vom ADAC dieses Fahrsicherheitstraining-Gedöns geschenkt bekommen, ne? Ich kann euch nur empfehlen. Ich habe euch ja gesagt, ich fahre auch kein Motorrad. Ich fahre es nicht auf der Straße. Das schaffe ich nicht. Ich halte das geistig nicht aus. Kriege ich nicht hin. Wenn ihr sowas nicht aushaltet, übt das. Wirklich. Aber übt das nicht auf der Straße. Weil wenn ihr das macht, abgesehen davon, Auto ist Schrott, Versicherung wird dich fragen, ob du nicht alle Latten am Zaun hast. Also da kommt dann ja auch gleich die Polizei, die wird auch fragen, na, was da passiert? Da war ein Hase. Ausgewichen. Was willst du da sagen? Also ist ja offensichtlich an der Spur auf der Straße, was da passiert ist. Die Leute an der Seite haben Glück gehabt. Richtig schlecht ist, wenn der die auch noch weggeklatscht hätte. Übt das. Macht so Fahrsicherheitstrainings. Also ich weiß nicht, wie viele ich schon gemacht habe. Wir machen das auch oben auf der Lasisee. Da könnt ihr sowas mit eurem eigenen Auto, also nicht mit dem Fahrschulauto, weil das macht keinen Sinn. Ihr fahrt ja andere Autos. Mit eurem Auto üben. Ausweichmanöver, das Fahrzeug in einem, ich darf nicht driften sagen, das ist dann so, sonst verleite ich euch dazu. Deswegen würde ich sagen, man lernt das Fahrzeug in einem instabilen Zustand stabil zu halten. Und das könnt ihr da üben. Ich empfehle das auch nur denen, die sowieso wissen, dass es eventuell passieren könnte, dass sie vielleicht später ein bisschen schneller fahren. Das ist eine Empfehlung. Die wissen, naja, okay, komm, vielleicht fahre ich 10 km/h zu schnell, die brauchen so ein Training nicht. Das ist okay. Aber wenn ihr das probiert auf der Straße, ihr seht ja, wie gut das geklappt hat. Als ich das erste Mal bei Vito ins Auto gestiegen bin und der das gemacht hat, ein Freund von mir, Vito, der hat so eine Werkstatt, so ein BMW-Tuning-Dings. Habe ich euch erzählt, dass er mit mir auf der Autobahn so schnell gefahren ist? 320 Dingsbums? Ja, der Vito. Als ich das erste Mal mit ihm in die Kurve gefahren bin, hat er genau das gemacht wie der Mercedes. Aber die ganze Straße lang, bis da hinten hin. Und ich dachte so, Laterne, Laterne, Laterne. Und er so, Rob, alles cool. Und ich so, ah. Ich war safe der Überzeugung, wir klatschen gegen die Laterne. Ich war 100% davon überzeugt. Sind wir nicht? Sind wir auch die anderen 100 Male danach nicht? Der kann das aber. Also der probiert das nicht. Der macht das auch auf der Rennstrecke. Martin war mit ihm auf der Rennstrecke. Die haben das gefilmt. Da gibt es richtig geile Videos von. Das ist kein Zufall, dass das funktioniert. Ich will euch nur sagen, wenn ihr irgendwie ansatzweise im Kopf habt, ihr habt so ein Potenzial, dass ihr so wie der AMG-Vogel hier jetzt mal Gas geben wollt, übt das. Aber nicht in der 30-Zone. Das ist keine gute Idee. Da, wisst ihr, das sind wieder so Bilder, wo ich denke, dass die denken, dass ihr bescheuert seid. Hauptunfallursache junger Fahrer. Man sagt sogar, der Disco-Unfall. Was soll ich dir sagen, wenn du deinen Führerschein bestanden hast? Du hast das Ticket in der Tasche, bist hier raus, sitzt in der Karre, 30-Zone, gute Reise. Glaubst du, existiert dieses Potenzial, dass du eventuell schneller fährst als erlaubt? Nee. Und jetzt realistisch? Was soll ich dir jetzt sagen? Soll ich hier kommen mit Feng Shui, fahre nicht schneller als ein Schutzengel fliegen kann? Pädagogisch, soll ich dir Fotos zeigen von Freunden, die nur einen Fuß haben? Also nicht dies gegen Leute, die nur einen Fuß haben, aber ich habe euch erzählt von meinem Freund auf der Rennstrecke. Was soll ich erzählen? Der andere ist mit 180 über die Borker Straße gefahren, da ist heute 30. Wisst ihr, wo die alte Feuerwehrwache war? Wisst ihr das? Da ist jetzt irgendwie so eine Kreuzung mit so einem GTÜ-Dingsbums. Und der ist quasi über diese Kreuzung geschossen, dann kam ein Auto aus der Querstraße, der ist über diese Autos geflogen und hat nur überlebt, weil das Krankenhaus so nah ist. Hat jetzt eine Seite Gesichtshälfte gelähmt und so, aber ist halt 180 gefahren, hat ein Gutachten ergeben. Wahrscheinlich noch schneller, keine Ahnung. Aber was soll ich da sagen? Das Einzige, was ich euch wirklich nur empfehlen kann, ist, wenn ihr wisst, ihr habt Bock zu ballern, macht so ein Training. Ich war mit einem Freund von mir, ich habe euch ja gesagt, dass wir das auf der Lasisee auch machen, ne? Da waren wir auf der Lasisee und der hat so einen Porsche. Porsche 911. Irgendwas. Und als wir da hingefahren sind, hat er schon immer gesagt, sein Porsche wäre eine Zicke. Ich habe mich immer gefragt, wie ein Auto eine Zicke sein kann. Nicht so ganz verstanden. Aber er hat gesagt, doch, Rob, der ist eine Zicke, das wirst du sehen. Da ist Andi in seinem Porsche. Und auf dem nächsten Video, da machen wir so eine Übung bei 100 km/h, eine Vollbremsung. Auf einer Seite ist quasi die Straße nass und Laub. Auf der anderen Seite ist die Straße trocken. Das ist kein schlechtes Auto. Da ist eine gute Technik drin. Und Andi fährt schon länger Auto. Und trotzdem hat er es irgendwie geschafft, auf einer geraden Straße bei einer Vollbremsung rechts in den Wald abzubiegen. War mit dem R8 da und da waren noch ein paar andere Autos, die schnell waren. Und alle so, weil er wirklich zwischen zwei Bäumen so gelandet ist. Ein bisschen weiter rechts oder links wäre der gegen den Baum geklatscht. Auf einer riesig, also ich weiß nicht, ob ihr seht, wie gerade das alles ist. Aber da ist viel Platz. Aber trotzdem hat er das geschafft, bei einer Vollbremsung rechts in den Wald abzubiegen. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Und er selbst sagt, ich habe doch gesagt, das Auto ist eine Zicke. Was meinst du, was passiert, wenn bei 100 km/h dein Auto auf einmal Richtung Wald fährt? Und du so, oh, mein Porsche fährt in den Wald. Ja, genau so habe ich mir das hier vorgestellt. Ja. Wisst ihr, was für Autos diese Bankautomaten-Sprenger alle fahren? S6 oder Hauptsache Quattro, Audi. Da kann ein Affe fahren. Du musst nur so irgendwie lenken und Vollgas geben, das Auto fährt dahin, wo du hin willst. Weil da so viele Systeme drin sind, die das alles regeln. Ich habe das mit dem R8 gemacht, bin auch bei 100 über diese Platte gefahren, habe die Hände losgelassen vom Lenkrad und habe gedacht, mal gucken, was passiert. Nix.
Ich habe eine Vollbremsung gemacht bei 100 auf dieser Straße, wo Andi rechts in den Wald abgebogen ist. Ich habe eine Vollbremsung gemacht und das Auto einfach so. Okay, dann ist das halt so. Das Punktesystem hat man auch ein bisschen angepasst. Als ich meine Fahrerlaubnis gemacht habe, durfte man noch 18 Punkte haben. Also durfte man nicht haben, aber gab es 18 Punkte. Jetzt gibt es nur noch 8. Das Ganze funktioniert so, dass ihr, ich sag mal, bis 3 Punkte werdet ihr irgendwie vorgemerkt. Ihr gebt eure Sachen ab bei uns, wir melden euch beim Straßenverkehrsamt an. Und wenn du, Benedikt, über eine rote Ampel ballerst, piep, gibt es einen Punkt, kriegst du Post, steht, sie sind vorgemerkt, fahren Sie vorsichtig. Wenn dir das öfter passiert, dann bekommst du eine Ermahnung. Dann sagen die, hör mal, wir haben jetzt festgestellt, du bist schon 3-mal über eine rote Ampel gefahren. Was hältst du davon, wenn du mal so ein Seminar besuchst in der Fahrschule, wo man nochmal darüber redet, was man an der roten Ampel macht und so weiter? Wir empfehlen dir das. Wenn du das Seminar jetzt machst, kriegst du sogar noch minus einen Punkt. Also kriegst einen Punkt abgezogen. Wenn du das nicht machst, bekommst du eine Verwarnung im 6-7-Punkte-Bereich und musst so ein Seminar machen. Wenn du es geschafft hast, 8 Punkte zu bekommen, wird dir deine Fahrerlaubnis entzogen. Kann mir jemand den Unterschied zwischen Fahrerlaubnis entzogen und Fahrverbot erklären? Fahrverbot? Ja, nicht unbedingt auch vor Seminar, aber es kann sein, wenn du jetzt in der Probezeit rote Ampel ballerst, Felix. Genau. Danach darfst du weiterfahren. Also du gibst quasi deine Lizenz ab und nach 2 Monaten kriegst du sie wieder zurückgeschickt oder du lässt sie abholen, weil du darfst ja nicht selber hinfahren. Und dann kriegst du sie zurück und in dem Moment, wo du sie wieder in der Hand hast, darfst du fahren. Entzug der Fahrerlaubnis, nehmen die euren Führerschein und machen das hier. Tschüss. Und was ist dann mit der Theorie? Darfst du neu machen. Wer entscheidet darüber wann? Du darfst nicht, wenn du die Fahrerlaubnis entzogen hast, weg, darfst du nicht nächste Woche einen neuen Führerschein machen. Eine neue Fahrerlaubnis. Aber musst du erst zum Idioten-Test? Nicht unbedingt, in manchen Fällen. Wer entscheidet darüber? Das Straßenverkehrsamt oder ein, wer haut immer mit dem Hammer auf Holz? Ein Richter. Der entscheidet darüber, weil 8 Punkte musst du schon ein bisschen was gemacht haben. Also das ist nicht so easy. Das ist die Statistik, wie das Ganze gehandhabt wird. Also eine schwere Ordnungswidrigkeit ist 2,5 Jahre eingetragen. Eine besonders schwere, 5. Und wenn du jetzt einen Geldautomaten geknackt hast und bist dann damit unterwegs, dann straft damit Entzug der Fahrerlaubnis 10 Jahre. Ich glaube, du kommst aber trotzdem nicht auf 8. Du musst eine Axt nehmen, gleich in eine Tankstelle gehen, stellst dich mit der Axt in die Tankstelle und sagst, gib mir dein Geld. Dann geben die dir 50 Euro, weil mehr ist nicht in der Kasse. Dann gehst du mit deiner Axt wieder raus und dann packt dich einer von hinten. Ich habe euch erzählt, dass ich in meiner Jet-Tankstelle gearbeitet habe. Da ist genau das passiert. Kommt ein Typ rein mit einer Axt, völlig bescheuert mit einer Axt, also keine Ahnung. Sagt, Geld her. In so einer Kasse bei der Tankstelle sind immer so 300, 400 Euro. Also machst die Kasse auf, gibst ihm 300, 400 Euro. Er sagt, danke, nimmt das Geld, geht mit seiner Axt wieder raus. Was er nicht wusste, kein Witz, an Säule 2 war der Europameister im Taekwondo. Der hat den Typen gesehen, der kam mit seiner Axt und dem Geld so aus der Tankstelle raus. Und der Typ so, legt den Typ auf den Rücken. Und der Typ so, hey. Ja, dann kam die Polizei. 8 Jahre Knast in Hagen. Muss aber überlegen, für 300 Euro. 8 Jahre. Also wahrscheinlich kommt er nach 4 Jahren wieder raus, aber... Also das war bewaffneter Raubüberfall. Bei welcher Geschwindigkeit kriegst du ein Fahrverbot? Ab welcher Geschwindigkeit kriegst du ein Fahrverbot, meinst du? Punkte, whatever. Wenn du schneller als 21 zu schnell fährst, gibt es einen Punkt. Also in der 30-Zone 51, mit allen Abzügen, herzlichen Glückwunsch. Ein Punkt. Kannst du in der Probezeit Punkte gebrauchen? Wäre schlecht. Wenn du einen Punkt kriegst, was passiert dann? Bist schon bei 4 Jahren. Plus, was noch? Herzlichen Glückwunsch, kostet 400 Euro. Dann sitzt du hier da mit allen anderen Opfern zusammen und musst darüber reden, wie du dich gefühlt hast, als du über eine rote Ampel gefahren bist. Oder als du 25 km/h zu schnell durch eine 30-Zone gefahren bist. So läuft das dann. Ansonsten, fahrt nicht schneller, als euer Schutzengel fliegen kann. Oder besucht so ein Fahrsicherheitstraining. Für die, die so einen Nagel im Kopf haben und wissen, die haben Bock zu ballern, mach so ein Sicherheitstraining. Komm nicht auf den Keks, das in der 30-Zone auszuprobieren. Wo zur Hölle gibt es Wasser im Auto? Es gibt Kühlwasser und es gibt Waschwasser. Das ist ein Motorquerschnitt, so ungefähr. Diese grünen Dinger hier sind die Kolben von einem Motor, die sich den ganzen Tag rauf und runter bewegen, wenn der Motor läuft. Und wenn man den ganzen Tag so macht, wird es zwischen den Fingern warm, durch die Reibung. Das muss irgendwer kühlen. Das Blaue hier ist das Wasser. Ein Flage habe ich. Das hier ist eine Kühlmitteltemperaturanzeige. Bis wie viel Grad geht diese Kühlmitteltemperaturanzeige? Bis 130, 120 kann man noch erkennen, ein bisschen darüber, irgendwie 130 Grad. Bei wie viel Grad fängt Wasser an zu kochen? 100 Grad fängt Wasser an zu kochen. Wie zur Hölle wird das Wasser 120 Grad warm? Es kocht ja schon bei 100. Dann ist es doch weg, oder nicht? Wenn das Grad Wasser wärmer wird als 100 Grad, was macht das Wasser dann? Es dampft. Es ist doch weg. Wie soll es dann wärmer werden? Und jetzt hat irgendein verrückter Vogel herausgefunden, so wie Jason sagt, wenn man einen Deckel nimmt und schraubt den hier drauf und macht ein geschlossenes System, kann man den Siedepunkt von Wasser nach oben setzen, je nachdem, wie feste man das zudreht. Drehe ich das richtig feste zu, kocht Wasser nicht mehr bei 100 Grad, sondern 110, 120, 130, 100, whatever. Könnt ihr das erstmal nachvollziehen? Also Druck, Wasser kocht nicht mehr bei 100, sondern bei 110, 120, 100, irgendwas. Jetzt kauft ihr euch ja wahrscheinlich nicht direkt eine neue G-Klasse bei Mercedes.
Mercedes im Geschäft, sondern, ich sag mal, ein Polo oder ein Golf. Ein bisschen älteren. Vielleicht ein BMW in 3 Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall holt ihr euch vielleicht ein bisschen älteres Auto. Habt ihr schon mal ältere Gummischläuche gesehen? Was machen die? Die werden porös. So, jetzt fährst du mit deinen Freunden nach Holland, keine Ahnung, was du da machst. Auf jeden Fall, ihr fahrt nach Holland. Dein Auto ist halt schon ein bisschen älter und diese komischen Schläuche hier an dem Kühlwasserbehälter, die sind etwas porös und dein Auto verliert ab und zu nicht viel, immer mal so einen Tropfen Wasser. Na, nicht schlimm. Du fährst über die Autobahn, alles ist cool. Plötzlich macht dein Auto Ping. Kühlwasser kontrollieren, weil das hat zwischendurch immer mal wieder einen Tropfen Wasser verloren. So, du bist mit deinen Freunden unterwegs, das ist aber jetzt hier nicht mehr bei 80 Grad, sondern es ist mittlerweile bei 120, weil ihr natürlich nicht mit 80 über die Autobahn gefahren seid, sondern mit 180. Aber, weil du ja schlau bist, fährst du rechts an der Tankstelle dran, sagst, Leute, keine Panik, ich kenne mich aus, Wasser, Kühlmittel, da ist der Behälter. Jetzt machst du was nicht? Die Motorhaube kannst du aufmachen, das ist kein Problem. Den Schlauch fasst du gar nicht an, den Schlauch ist sowieso egal. Das machst du nicht. In your face. Also wenn du das aufmachst, dann ist der Druck weg und dann fängt das Wasser tatsächlich bei 100 Grad an zu kochen. Das wäre hier gewesen. Und alles andere, was da drüber ist, schießt dir ins Gesicht. Sieht nicht gut aus, wenn du heißes Wasser ins Gesicht bekommst, kannst du nachher so abziehen. Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, habe ich euch erzählt. Und mein Meister damals hat genau das Gleiche gemacht, hat dann so ein Ding da in der Hand gehabt und ich habe gesagt, Alter, das ist voll heiß, mach das nicht auf. War Lehrling, ungefähr genauso wertvoll wie Praktikant. Das heißt also, mir hat keiner zugehört. Ich habe gesagt, mach das nicht, das ist heiß. Und er so, ach, geh weg, der hat das aufgeschraubt. Hat sich komplett die Finger verbrannt, Stirn, sah scheiße aus. Trotzdem musste ich irgendwie ein bisschen lachen. Er war selber schuld, ja. Ich will nur sagen, wenn ihr das macht, fahrt, Kühlmittel geht an, bing, bitte nicht Deckel aufdrehen. Safe? Wo gibt's noch Wasser im Auto, außer zur Kühlung vom Motor? Das hier, das schaffen wir noch. Scheibenwischwasser. Schreibt euch diese zwei Sachen auf. Ihr habt oben Wasser aufstehen, macht 1 Doppelpunkt Kühlwasser, 2 Doppelpunkt Wischwasser. So heißt das zweite Wischwasser. Ist auch ein Wort, das man betrunken nicht so oft aussprechen sollte. Du kannst Scheibenwischwasser sagen oder Wischwasser, das ist egal. Das Ding hier kann man öffnen wie eine Packung Pringles. Also du machst einfach so, plöpp, dann ist es auf. Dann kann man da Wasser reinkippen. Was sollte man da im Winter reinschütten? Frostschutz. Schreibt euch das irgendwie auf, weil es eine Prüfungsfrage ist in der praktischen Prüfung. Prüfer steht draußen mit euch am Auto, sagt, können Sie mir zeigen, wo man bei diesem Auto das Wischwasser auffüllt? Dann zeigt er mit dem Finger auf diesen Pringles-Deckel hier. Kleiner Tipp, er hat die Farbe vom Wasser, er ist blau. Dann plöpp man den auf. Und wenn ihr einen Witz machen wollt beim Prüfer, wirklich, dann fragt der Prüfer, was kann man da im Winter reinkippen? Und wenn ihr wirklich einen Witz machen wollt, dann sagt ihr, Wodka. Dann lacht er, weil er weiß, wer von euch hat schon mal Wodka im Gefrierfach gehabt? Was passiert mit Wodka im Gefrierfach? Der bleibt da. Geht der ein? Nein. Und dann denkt der Prüfer, ihr habt voll den Zusammenhang geschlossen zwischen Kühlwasser friert nicht ein, Wodka, Alkohol. Und denkt so, die haben sich richtig Gedanken gemacht. Dabei wolltet ihr nur einen Witz machen. Oder Frostschutz könnt ihr natürlich auch sagen. Ist okay.